so Power Yoga. Ich muss nur die Musik hier anmachen und dann. Können wir gleich anfangen. Guck, dass du vielleicht eine große Handtuch hast oder etwas, damit deine Knie gepolstert sind. Und wenn du Blockvorhanden hast, dann könnte das auch nicht schaden. Heute haben wir eine Yogastunde mit Fokus auf Twist, um unsere Bauchorgane zu massieren und die Beweglichkeit von unserem Rücken zu verbessern. Ich wünsche dich viel Spaß. Wir beginnen im Stehen. Die Füße sind parallel, leicht geöffnet. Bring die Arme über die Seite nach oben. Und mit dem Ausatmen die Hände vor dein Herz. Arme über die Seite nach oben. Ausatmen, Hände vor dein Herz. Ein letztes Mal. Arme über die Seite nach oben. Ausatmen, Hände vor dein Herz. Wir lassen die Hände hier und heben mit den Ellenbogen, sodass die Unterarme in einer Linie sind. Aktivieren die Bauchmuskeln und twisten nur mit dem Oberkörper nach rechts. Ausatmen. Einatmen mit. Durch die Nase aus, twist nach links. Einatmen mit. Durch die Nase aus, twist nach rechts. Einatmen mit. Mach weiter. Durch die Nase ein und durch die Nase ausatmen. Noch ein paar Atemzüge. Einatmen. Ausatmen nach links. Einatmen, bitte wir bleiben und bring nochmal die Arme über die Seite nach oben. Atme ein und blicke nach oben Richtung Himmel. Und mit dem Ausatmen, Arme über die Seite nach unten. Beug die Knie und komm nach unten in eine Vorbeuge. Lass den Kopf hier hängen. Streck den rechten Bein und wieder in die Beuge. Streck die linke Beine. Wieder beide Knie beugen. Streck das rechte Bein und beide Knie beugen. Streck linkes Bein und beide Knie beugen. Nur die rechte Beine strecken und wieder beugen. Nur die linke Beine strecken und wieder beugen. Arme über die Seite nach oben, atmen ein und ausatmen. Hände vor dein Herz. Wir kommen hier. Atme ein, Arme über die Seite nach oben, ausatmen, Hände vor dein Herz, einatmen, hier in die Länge, Bauch ist fest, atme aus, twiste nach rechts, einatmen, Mitte, ausatmen, twiste nach rechts, einatmen, Mitte, ausatmen, Vorbeuge, beug die Knie, lass die Knie gebeugt und platziere beide Hände vor deinen Füßen. Einatmen, streck nur das rechte Bein. Einatmen, beuge. Ausatmen, streck nur das linke Bein. Einatmen, beugen und von hier Arme über die Seite nach oben, komm hoch. Ausatmen, Hände vor dein Herz. Ein letzter Runde, einatmen. Öffne dich, blick nach oben Richtung Himmel, ausatmen, Hände vor dein Herz. Einatmen, Kraft in die Arme, in die Schultern, ausatmen, twist nach rechts. Einatmen, Mitte und ausatmen, twist nach links. Einatmen, Mitte, ausatmen, Arme über die Seite nach oben. Ausatmen, komm nach unten, tiefe Vorbeuge, beide Knie bleiben gebeugt. Einatmen, streck nur das rechte Bein. Einatmen, beide Knie beugen. Ausatmen, streck nur das linke Bein. Einatmen, beugen und
Schultern nach vorne oben. Hinten, unten. Nach vorne oben. Hinten, unten. Eine letzte Runde. Wir können jetzt mit dem Sonnengruß beginnen. Komm am Anfang von deiner Matte. Die Füße bleiben leicht oben. Einatmen. Arme über die Seite. Einatmen, Blitz, Hände vor dein Herz. Wir düsten zuerst
Sadler. Tief einatmen und tief ausatmen. Eine letzte Runde ein und eine letzte Runde aus. Öffne die Augen, dreh dich nach vorne und schwing mit den Armen nach rechts und links. Lass die Arme ganz locker, ganz entspannt. Beginnen mit unserem ersten Flow und bleiben wir mit dem Fokus auf Drehung. Wir drehen nochmal nach vorne und lassen die Füße leicht geöffnet. Spreiz die Zehen, sodass der Kontakt von dir einzeln sehr auf dem Boden ist. Bring die Hände in ein Chalimudra von deinem Herz und setzen wir uns tief in diese Blitzposition. Du bist nach rechts. Mitte. Twiste nach links. Mitte. Vorbeuge mit der Ausatmung. Und von hier bringen wir nur das rechte Bein nach hinten in eine Ausfallschritt. Guck, dass Fußgelenk und Knie hier in einer Linie bleibt und platziere die rechte Knie auf dem Boden. Und hier ist, wenn du deine große Hand nutzen kannst, wenn du empfindliche Knie hast, platziere die Hand unter dein rechtes. Falls alles in Ordnung mit deinen Knie ist, dann bleib hier. Platziere die Fußrücken auf den Boden und bring die Arme über die Seite nach oben. Atme hier ein. Zieh dich in die Länge von den Hufknochen durch die ganze Körperseite. Schließ die Hände, wenn das für dich möglich ist. Atme hier ein und mit der Ausatmung twiste nach links. Bring die Ellenbogen auf die Außenkante. Und auch hier, Ellenbogen bilden eine gerade Linie. Heb deinen Brust und versuch mit deinem Brust nach oben zu drehen, Richtung Decke, Richtung Himmel. Bleib hier, atme. Durch die Nase ein. Durch die Nase aus. Einatmen. Ausatmen. Letzte Runde ein. Letzte Runde aus. Zurück zur Mitte. Die Hände rechts und links von deinem Fuß. Streck das hintere Bein. Blick nach vorne, atme ein. Ausatmen, herabschauen. Bleib hier für drei Atemzüge. Einatmen. Ausatmen, eins. Einatmen. Ausatmen, zwei. Einatmen. Ausatmen. Einatmen, Schulter über die Handgelenk. Und hier kannst du über Chaturanga, über Knie, Brust und Kinn. Deine Variante. Atme hier ein, atme aus, nach unten. Einatmen, Cobra, Hecker, Brust. Ausatmen, Schulter herabschauen. Einatmen hier, ausatmen hier. Die nächste Einatmung bringt die rechte Fuß nach vorne.
Freitag in Hände und bring die Arme über die Seite nach oben mit geraden Rücken. Komm hoch. Ausatmen, die Hände vor dein Herz. In Anjalimunda. Senk die Arme in Tadasana, senk deinen Kopf. Schließ die Augen und spür die Wirkung nach. Durch die Nase ein, durch die Nase aus. Mit der Einatmung lass, mit der Ausatmung los. Lass los. Und roll die Schultern nach vorne oben, hinten unten. Nach vorne oben, hinten unten. Eine letzte Runde. Und wir beginnen mit unserem nächsten Flow. Füße parallel. Einatmen, Arme über die Seite nach oben. Ausatmen, Hände vor dein Herz. Twisten jetzt nach links, ausatmen. Einatmen, Mitte. Ausatmen, nach rechts. Einatmen, Mitte. Ausatmen, vor.
langsam nach oben, mit der ausatmenden linke Bein nach vorne zwischen die Hände. Blick nach vorne, hintere Bein komplett gestreckt. Bring die Arme über die Seite nach oben, streckt das vordere Bein. Und mit der ausatmenden beide Beine beugen, sodass die Knie über deine Matte schweben. Bleib hier. Linke Arm nach vorne, rechte Arm nach vorne, linke Arm nach hinten. Halt es hier. Einatmen, zurück zur Mitte. Und jetzt mit der Ausatmung kommt das rechte Bein nach vorne in die Luft. Halt hier, Bauch ist fest. Linke Arm nach vorne, rechte Arm nach hinten. Den Blick nach vorne, nach rechts oder sogar nach hinten gerichtet. Atme hier ein. Zurück zur Mitte, die Arme nach oben. Blick nach vorne. Und jetzt kommt dein rechter Fuß kontrolliert nach hinten. Ausfallschritt. Ausatmen. Herausschauende Hund. Letzte Vinyasa. Einatmen, Brett. Ausatmen, Chaturanga. Einatmen, Cobra und nach oben schauenden Hund. Ausatmen, nach unten schauenden Hund. Einatmen, beide Knie auf dem Boden. Öffne die Kniematte breit. Lass die große Sehne zusammen und schieb dein Gesäß nach hinten. Die Arme, die Hände sind die Matte breit geöffnet, sodass die kleinen Finger Kontakt mit der Mattenkante haben. Und jetzt platziere deinen Stiel auf dem Boden. Und bleib hier für 3 Atemzüge. Einatmen. Ausatmen 1. Einatmen. Ausatmen 2. Einatmen. Ausatmen 3. Einatmen, heb deinen Blick, heb deinen Kopf. Löse deine linke Hand und bring die linke Hand unter die rechte Achsel, twiste nach links. Drück die linke Schulter in die Matte hinein und dreh deinen Brust nach oben Richtung Decke. Lauf die rechte Hand auf die linke Mattenkante. Lass den Kopf auf den Rücken. Sehr gut, streck deinen Arm, sodass die obere Arm über deine Ohren ist. Excellent. Schieb dein Gesäß mehr nach unten, Richtung deine Fersen. Lauf mit der rechten Hand zurück nach rechts. Drück die Hand fest in deine Matte und komm zurück zur Mitte. Heb deinen Blick. Mach dich rund und bring die Schulter über die Handgelenke. Senk dein Becken, streck die Beine, öffne die Beine, blick nach oben. Ausatmen, gerade Rücken, schließ die große Sehne. Und schieb dein Gesäß nach hinten. Heb dein Blick, heb dein Brust, löse deine rechte Hand und bring die rechte Hand unter die linke Achsel. Twiste nach rechts, nach links. Platziere die rechte Ohr, die rechte Schulter auf den Rücken. Mach dich ganz lang. Und jetzt lauf mit der linken Arm nach rechts und dreh dich mehr. Nach oben Richtung Decke. Zurück zur Mitte. Linke Arm zurück, rechte Hand zurück. Blick nach vorne, mach dich rund, komm nach vorne. Streck die Beine, senk dein Becken. Aktiviere dein Becken, aktiviere dein Bauch. Und ausatmen, zurück. In ein kleines Kindposition. Stirn auf dem Boden oder so wie ich. Unterarme auf dem Boden und nur den Kopf hängen lassen. Sprung ein. Atme ein. Und atme.
deine Atem. Mit deiner Einatmung aus. Mit deiner Ausatmung aus. Jetzt, wo du die Übung kennst, machen wir das im Flow. Rechts und links. Einatmung durch die Atmung nach vorne, linke dazu. Ausatmen zurück in der sitzenden Position. Einatmen, linke Arm folgt. Rechte kommt dazu. Einatmen zurück. Und so im Wechsel. Einatmen nach rechts. Ausatmen zurück. Einatmen hier und ausatmen nach links. Und wieder zurück zur Mitte. Letzte Runde, rechts und links. Ausatmen nach rechts. Einatmen Mitte. Und ausatmen nach links. Und einatmen Mitte. Und die Hände langsam mit vor dein Herz. Sodass die Daumen Kontakt mit deinem Brustbein haben. Und senk nur deinen Kopf. Rücken bleibt gerade. Spür deinen Puls, spür deine Atem. Öffne deine Augen und senke die Arme. Bring deine Matte in den Boden und komm in die vier Fußlöcher. Hände unter die Schulter, Mittelfinger sank nach vorne. Streck das rechte Bein nach außen, sodass die Fußspitze nach oben sank. Rechte Hand nach dem hinteren Kopf, sodass die Ellenbogen nach außen sank. Mit der Einatmung twisten wir nach oben Richtung Decke. Mit der Ausatmung twisten wir nach unten, sodass die Ellenbogen die Unterarme berühren kann. Linke Unterarm. Einatmen, wir öffnen uns nach oben. Ausatmen, langsam schließen. Zweimal noch. Einatmen, öffnen dich. Ausatmen, twist. Einatmen, öffnen. Ausatmen, schließen. Und einatmen, öffnen. Ausatmen, schließen, halte hier und dann bring die rechte Hand unter die Schulter, schieb dich nach oben, heb deinen Blick, heb deine Brust und das rechte Bein kommt nach hinten in eine gerade Linie. Guck, dass die obere Schenkel parallel zum Boden bleibt. Löse den linken Arm, die Daumenseite nach oben, Nasenspitze seit nach unten. Und sieh dich hier in die Länge. Halte die Position. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Letzte Runde hier. Ein. Und aus. Rücke die vier Fußlöcher stark. Lass die Knie geschlossen und schieb dein Gesäß nach hinten. Mach zwei Fauste. Platziere eine Faust über die Arme und deine Stirn, auf und hoch. Auf den Boden, auf deine Hände. Atme hier ein. Atme aus. Tiefe, lange Atemzüge. So dass du spüren kannst, mit deinem Bauch in Kontakt mit deinen Oberschenkeln kommt. So massierst du deinen Bauchorgane. Tief ein und tief aus. Streck die Arme nach vorne. Spreiz die Finger, sodass die Mittelfinger nach vorne sein. Und bring die Schulter über die Handgelenke. Streck dein linkes Bein nach außen, sodass die Fußspitze nach vorne sein. Die Hände auf den hinteren Kopf. Ellenbogen zeigen nach links. Mit die Einatmen twiste, öffne dich. Mit die Ausatmen schließen.
noch Platz haben. Atme. Löse die Arme und komm mit dem Himmel nach unten. Bring die rechte Knie zum Brust. Greife mit beiden Händen dein rechte Knie. Die andere Bein bleibt angewinkelt, müssen wir heute nicht unbedingt schieben. Jetzt twiste nach links, öffne die rechte Arm zur Seite und twiste mit beiden Beinen nach links. Den Blick geht nach oben oder nach rechts. Schön. Drei Atemzüge durch. Einatmen. Ausatmen. Eins. Einatmen. Ausatmen. Zwei. Einatmen. Ausatmen. So als den Kopf zentrieren und danach beide Knie zurück zu mir. Stell die rechte Fuß neben den linken. Atme ein, die Hände neben deinen Korb, eine zweite Schulter. Beug die Arme, Fingerspitzen zeigen nach oben, atme ein, Kehlkopf decken. Gerne hier bleiben oder die Dehnung intensivieren, indem du die Hände verschränkst und die Schulter unter deinen Rücken bringst. Auch ein paar Atemzüge hier, Einatmen, Ausatmen, Einatmen, Ausatmen, ein, aus, langsam los, Wirbel vor Wirbel. Linke Knie zum Brust, umarme dein Knie mit beiden Händen. Atme hier durch die Nase ein. Und mit dem Ausatmen twiste nach rechts und öffne die linke Arm nach links. Einatmen. Ausatmen eins. Einatmen. Ausatmen zwei. Den Kopf zentrieren und danach fallen mit dem Knie zurück. Somit stell beide Füße auf den Boden. Die Arme neben deinen Kopf und klopf mehrmals ganz sanft mit deinem Becken gegen deine Matte. Klopf, klopf, klopf. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Jetzt bring die Beine nach oben in eine angewinkelte Position von den Happy Baby Pose. Guck, dass die Knie ein bisschen breiter als deine Schulter sind. Und dieses Mal greifen wir nur die Fußgelenke. Fußgelenke greifen und die Knie nach unten bringen, sodass die Schulter und dein Nacken entspannt sind. Achte, dass die untere Rücke auf dem Boden bleibt. Augen schließen und schenk dir hier ein Lächeln. Spür Dankbarkeit in deinem Körper. Beine komplett nach oben in Vipalita Karate.
entspann deine gesamte Muskulatur. Du hast es geschafft. Und somit ein Shavasana für dich. Die Augen sind weit geschlossen. Öffne deinen Mund. Entspann deinen Kiefer. Entspann dein Hals, deine Schulter, dein Bauch, dein Gesäß, Oberschenkel und Knie, Waden und Fußgelenke, Füße. Bringt die Daumen zwischen die Augenbrauen vor einen klaren Kopf, vor deine Liebe, vor wahre und liebe Worte und vor dein Brust, vor ein reines und glückliches Herz. Ich verabschiede, wir verabschieden uns von dir. Wir bedanken uns für diese positive Energie, dass du uns geschickt hast und wünschen dir einen tollen Tag. Namaste. Namaste. Gracias. Danke, das war schön. Ich freue mich vor die 5 Minuten. Adios. Und wir sehen uns bald. Wieder in Yoga. Donnerstag, 18 Uhr. Bye, bye.